Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. In der letzten Folge haben wir Part 4 Diamonds Unbreakable begonnen. Und ich nehme an, wir werden in diesem Part auch noch schaffen. Und ja, ich freue mich schon auf einen Charakter. Okay. Erst kommt noch Rohan immer noch. Ich dachte, mein Lieblingscharakter kommt bald. Der muss kommen, der muss eigentlich kommen, da ist der Hauptbösewicht. Koichi wird durch Heaven's Door in Material für Mangas verwandelt und steht unter der Kontrolle von Rohan. Aber als alles verloren scheint, eilen Josuke und Okuyasu ihm zu Hilfe. Okuyasu greift Rohan von hinten an, befiehlt ihm, sich nicht zu bewegen. Rohan aber dreht sich um und verkündet lachend, dass er auch Okuyasu in Material verwandeln werde. Hat er wirklich so eine Bedrohung gestellt, der Rohan? Ich weiß das gar nicht mehr. Kampfmäßig eigentlich nicht, ne? Der hat mehr so kontrolliert. Bams! Ich hab ihn sogar an mich herangezogen, wie geil. Die Hand. Geh bloß weg. Mitten in die Fresse. Denn dein Bruder hatte auch eine geile Fähigkeit. Bad Company. Die finde ich auch gut, so kleine Mini-Soldaten, Armeen. Oh ne. Oh Mann. Jetzt reicht's. Das nachdenken tut weh. Die Top-Pflanze. Meine Güte. Haben die echt die Szene mit der Top-Pflanze da reingepackt? Keine Ahnung. Er kann da Sachen an sich heranziehen, indem er den Raum dazwischen entfernt. Und er wollte Josuke mal damit angreifen, so relativ am Anfang. Und der ist einfach zur Seite gegangen und der hat eine Blumentopf hier in seine Fresse gezogen. Meine Güte. Mann, was macht der da? Was macht der mit den anderen? Ich verstehe das nicht. Mitten in die Fresse. Nein. Genau das sollte nicht passieren. Und jetzt noch mal. Ich entferne mich aus diesem Leben. Wortwörtlich. Wer ja, Top-Pflanze, ja. Ich bin da so geil. Warum? Ja, so, nächste Episode. Jetzt wahrscheinlich Josuke gegen Rohan, ne? Ein Heim für Schmutzpinken. Heaven's Door wird aktiviert, bevor die Hand eingreifen kann. So wird der hilflose Okuyasu auch zum Material.
Daraufhin greift der verbleibende Josuke zu einem ebenso einfachen wie effektiven Mittel. Er nähert sich Rohan einfach mit geschlossenen Augen. Um Josuke zu verleiten, die Augen zu öffnen, startet Rohan einen verzweifelten Versuch. Er bringt Josukes perfekte Frisur durcheinander. Josuke beginnt im Wütendmodus, okay? Stimmt ja. Er war irgendwie blind vor Wut und hat den dann kaputt gehauen, ne? Oh Mann, sehr, sehr großer Fehler. Mein Gott, ich werde davon gar nicht gestört. Der läuft automatisch auf den los. Kann ich den irgendwie auch machen? So automatisch? Bin ich jetzt die ganze Zeit in dem Modus? Kann ich nicht zurückbewegen? Was ist das? Ich kann nicht. Ich laufe automatisch auf ihn los, Mann. Maha. Das ist doof. Ja, der hat abgewehrt, hab ich gesehen. Mach schon. Beim der Angriff sieht voll heftig aus, wenn er wütend ist. Jetzt ist seine Frisur normal, was? Schon wieder? Das war broken. Okay, ich werde nicht mehr von seinen Angriffen irgendwie gestunt, habe ich das Gefühl. Meine Güte. Meine Güte. Ich kann auch nicht abwehren, merke ich gerade. Weil ist irgendwie voll broken, ich kann ihn voll oft angreifen dann. Nein. Meine Güte. Das war witzig. Ich kann immer noch stehen bleiben. Ja, wenn man den so nachreicht, dann ist man tot. Mehr oder weniger. Was für ein Erlebnis. Ah, ich habe Rohan freigeschaltet. Ich sehe immer so später hier meine Aufnahme. So ein paar Sekunden hinterher hängt. Das Monster von Morio, jawohl. Ah, müsste jetzt eigentlich? Nach dem ganzen Wirbel um Rohan Kishibe freundet sich Josuke mit den Kräfteanwender Shigekiyo Yango alias Shigechi an. Ob der Name jetzt richtig ist, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß ihn selber nicht. Traurigerweise wird Shigechi von dem Serienmörder Yoshikage Kira ermordet. Dieser ist dafür bekannt, die Hände seiner weiblichen Opfer stets bei sich zu führen. Boah. Der Geist Reimi Sugimoto, das ist die, die ganze Zeit die Story erzählt, erzählt Josuke und Okuyasu von dem Mord. Kira selbst hatte auch Reimi 15 Jahre zuvor getötet. Josuke und seine Freunde nutzen Shigechis Hinweis, um Kira zu finden. Schon bald sind sie ihm dicht auf den Fersen.
Aber Kira entkommt, indem er die Kontrolle über den gutmütigen Geschäftsmann Kosaku Kawajiri übernimmt. Josuke weiß so nicht mehr, welche Gestalt Kira angenommen hat. Als Kosakus Sohn Hayato realisiert, dass sein Vater von Kira übernommen wurde, fordert er den Killer zum Kampf. Kira setzt ins Grabbeißen ein, another one bites the dust, damit besiegt er alle, die seine Geheimnisse aufdecken und hält sie in eine Zeitschleife gefangen. Hayato reagiert, indem er Kira mit Josuke konfrontiert und ihn damit seinen wahren Namen verraten lässt. Als Josuke den Mann vor sich als Yoshikage Kira erkennt, schlägt er zuerst mit Crazy Diamond zu. Ist nicht Rohan der Erste, der ihn begegnet? Egal. Was? Ah, mein absoluter Lieblingscharakter, glaube ich. Im gesamten JoJo-Universum. Ja, ein bisschen doof, dass man die Dingens, die meine Güte, Normalversion von dem ich spielen konnte, außer durch DLCs. Das ist ein bisschen doof. Wenn man dann direkt zu dem Kampf hier kommt. Okay. Aber naja. Voll langsam. Ist das ein Fernkämpfer? Das sind sie nur mit seinem Bläschen an. Oh nein. Carrot Cat? Ah, Stray Cat, genau. Wow. Oh. Jo, gar nicht abgewehrt, egal. Wie zu erwarten, der ist voll schwer, der Typ. Oh, wer, der kann die auch zünden, so wie im Anime und dem, ja, Anime, genau. Manga. Na, verdammt. Voll verschwendet, egal. Aber da hätten sie ruhig auch Kira hinschreiben können, bei dem Namen. Oder ist er, der Typ ist ja in Wirklichkeit blond gewesen, vollkommen anderer Typ gewesen. Oder hat das Gesicht von jemand anderem geklaut. Mein Gott. Der ist ein Fernkämpfer, kann das sein? Komm nicht an ihn heran. Boah. Ja, genau wie Manga eigentlich, ne? Da kam sie auch nie an den heran, nachdem er Bite the Dust und Stray Cats zur Hilfe genommen hatte. Ja, der spammt das aber auch wie blöd, ne? Aber der kann auch davon getroffen werden, merke ich gerade. Da finde ich auch geil. Der versucht eigentlich nur ein einfaches Leben zu führen. Überhaupt nichts mehr zu tun als Serienkiller und so. Wird aber von den Hauptcharakteren. Oh nein. Wollte ich sehen, ehrlich gesagt. Oder auch nicht. Ich habe mich gerne davon treffen lassen. Hätte ich ehrlich gesagt gern gesehen. Ma. So. Boah, die Ultimate hätte ich gern gesehen. Beide, das ist auch eine geile Fähigkeit. Komm jetzt schon der letzte Kampf. Ja, ein bisschen doof. Er durch noch öfter gegen den gekämpft. Aber wenn der verdammt nervig ist als Gegner. Das ist ein verdammter Fernkämpfer. So wie Naruto. Den ganzen Kämpfer Deidara und so, ja. Der goldene Geist, ja. Die Geschwindigkeit und Kraft von Crazy Diamond scheint Kiras Killer Queen zu übertreffen. Aber eine durch die neue Kraft Stray Cat erstellte Luftbombe ändert den Kampfverlauf dramatisch. Josuke verwendet die Heilfähigkeiten von Crazy Diamond, um die brutalen Attacken des Gegners abzuwehren und sich für kurze Zeit zu verbergen.
Als Kira bemerkt, dass sich Josuke sogar von den Bomben von Killer Queen schützen kann, weiß er, dass er einen ebenbürtigen Gegner gefunden hat. Josuke nähert sich und versucht, einen Schlag mit Crazy Diamond zu landen, um ihn auf Distanz zu halten. Setzt Kira seine Luftbomben ein. Schon bald wird in einer sonst eher ruhigen Nachbarschaft der finale Kampf der beiden Gegner starten. Oh Mann, nein, echt? Oh Mann, er wird hart. Der ist echt ein Pferd dabei. Aber dann kommt ihm zu denen. Ja, das war natürlich sehr gut. Aha. Der wird hart. Was ich vom Blitz davon, das wäre voll die Ironie. Das wie sagt er? Ich kann ihn irgendwie nur grabben, habe ich so das Gefühl. Komm schon, jawohl. Eigentlich müsste ich ja die Erweiterung davon einsetzen. Aber ich weiß nicht, wie man die aktiviert. Muss man da dauerhaft Viereck drücken? Ja, kriegen. Kann er auch Dings einsetzen? Wie heißt das nochmal? Oh Mann, bleib ruhig da stehen. Wie heißt das Ding nochmal? Die zweite Bombe von dem. Oder die erste, weiß ich jetzt nicht. Boah, wie heißt das nochmal? Diese automatische Bombe von ihm. Oh Mann. So einen komplizierten Stand hat der eigentlich nicht. Ich kann einfach alles, weil er schlägt eine Bombe von an. Ja, super. Da der Luftblasen aus seinen. Ja, okay, kann man schon. Luftblasen aus seinem Bauch schießen kann, also von seinem Stand, der sich mit einem anderen Stand verbunden hat, kann der explosive Luftblasen verschießen. Also voll überpowered. Ich muss den einfach erstmal grabben. Ah! Was zum Teufel war das denn? Nein! Nein! Nein. Komm her. Bams. Willst du aber irgendwie nicht mehr bringen, hab ich das Gefühl. Wie bedrohlich Crazy Diamond hinter dir ist. Nee, das habe ich nicht mehr, leider. Oder ich spiele jetzt gegen absoluter Pro. Oh Mann. Hat er sich gerade selber? Nein! Der sah noch nicht mal aus, als würde er mich angreifen, weil er sah einfach nur so aus, als würde er einfach so irgendwo hinschlagen. Bah. Der erste Typ, gegen den ich verloren habe. Das ist mein Lieblingscharakter. Ja, natürlich erneut versuchen. Was ist dann für eine Frage? Ich möchte schnell zu Ende. Ja. Oh ja. Ist einfach nur nah an den heran. Weiß nicht, was da ist. Da ist bestimmt ein Konto oder so. Der nichts macht. Oder ist so ein verzögertes Ding, der überall klar ist. Au! Ja, und viel springen sollte ich gleich auch. Nein! Mach mich wieder fertig!
Komm her. Ich weiß nicht, wie ich diese Erweiterung noch mache. Er kann sich aber nicht bewegen, habe ich so das Gefühl, wenn er seine Bomben einsetzt. Das ist auch gut. Und zack. Nein, der macht mich schon wieder fertig, aber. Was ist da am Boden? Was ist das? Seine Bombe? Oder nicht? Ah! Ah! Ich komme dagegen nicht klar. Boah, reicht's. Komm her. Boah. Ich mag die zwar, aber trotzdem. Irgendwann muss ich schon mal erledigen. Ich schaff diesen einen Angriff nicht mehr. Komm her. Nein, der trifft mich andauernd. So, zack, und bam. Wird zwar nicht reichen, aber egal. Und jetzt sagt am besten seinen Kampfrausch-Schrei singen. Nein! Geh weg! Nein! 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 Er hat mich echt mit beide das erledigt. Oh Mann, der hat mich echt damit noch erledigt. Willst du mich verarschen? Der hat mich schon wieder erledigt. Das gibt's doch nicht. Aber wir haben mal beide das gesehen, also auch gut. Oh Mann. Dreck. Ich könnte mir ja so Bonus holen eigentlich, ne? Ja, mach ich doch nicht, hallo? Bams. Das geht auch auf den physischen Kampf, ist klar. Ma! Ich hoffe, das so casual zu machen. Jetzt kann ich das einsetzen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ich habe einfach wie blöd Dings eigentlich brauche ich das schnell. Mit was für der Pose da ausgewichen ist. Boah! Geht da rein! Nein! Nein! Ich konnte jetzt einfach immer, wenn der. Nein! Nein! Was? Macht der da? Der kann halt echt zünden. So manuell. Der wollte mich grabben, ich hab's gesehen. Nein, geh weg! Nein, das gibt's doch nicht, schon wieder! Ich krieg den nicht klein! Sieht aber schon geil aus, die Attacke. Vor allem, ich müsste ja theoretisch eigentlich wieder leben, ne? Ich müsste eigentlich theoretisch wieder leben.
Der hat mich ja einen Sprung jetzt zurück in die Vergangenheit gebracht. Nein. Wenn ich das gleich nicht schaffe, dann setze ich irgendwie so ein Eis ein. Dann kann ich ja Dinger kaufen. Das wäre ein perfekter Zeitpunkt. Okay, ich habe jetzt nach rechts und Viereck gedrückt. Ich sag, ich muss hier auf das springen. Nein, 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 nein! Jawohl. Ja, ich lag schon am Boden. Was machst du jetzt? Ah. Nein, nein. Boah, das gibt's einfach nicht. Ich krieg den nicht. Er macht mich fertig. Ist zwar gut, dass wir jetzt voll viel von dem sehen, aber trotzdem. Da kann ich mir jetzt so Item-Dinger holen. Weil ich würde den gern doch hier erneut versuchen. Das kann man sich irgendwie was holen, ne? Hab ich irgendwas? Ich würde sagen, wir machen den hier. So, es ist halt ausgeglichen. Ich meine ja beide so mehr im Eimer im letzten Kampf. Komm her. Jetzt habe ich das schon wieder nicht eingesetzt. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Nein. Ich kann auch nicht dagegen abwehren. Egal. So, ich will jetzt ein bisschen schneller hier machen. Au! Sack! Mal her. Das Ding einfach weiter. So, jetzt kommt. Mach den Zusatzeffekt, wie auch immer ich das mache. Jawohl. Bam. Und sogar das wurde aktiviert. Geil. Sehr schön. Das war doch mal ein Kampf. Hat lange gedauert, der Kampf. Sehr schön. Kira werde ich sowas von mainen. Ja, voll der tragische Tod eigentlich. そして、その邪悪な魂は、レイミとの対峙を経て、決して振り返ってはいけない小道に連れ去られていた。さばいてもらうがいいわ。キラヨシカケ。どこに？私はどこに連れて行かれるんだ。でも安心なんてないところよ。少なくとも森王朝に救う怪物は町を愛する者たちの黄金の精神によってついに取り除かれたのだ。レイミは町を去る時が来たと告げ、 ロハンや光一たちに見送られて穏やかに成仏する。さよなら、レイミさん。死んだ人に言うのもなんだけどよ。元気でな。俺も寂しいよ。あんたは立派な女性じゃ。
Anta no koto wa koko ni iru dare mo ga wasure wa shinai jaro. Arigato, minna. Kouste. Ma verdammt. 1999 no natsu wa hotondo no hitobito ni totte itsu mo no natsu to onaji you ni atarimae ni sugite itta. Wenn die nur wissen. Dann hätten wir Part 4 auch abgeschlossen. Diamond is unbreakable. Sehr schön. Hat auch lang genug gedauert, dieser Part. Ein bisschen Fanservice für Kira, würde ich sagen. Yes, yes, yes. Das heißt, in der nächsten Folge machen wir uns auf in Part 5, Ventor Oreo. Ja, oder wie auch immer man das ausspricht, ist glaube ich italienisch. Muss ich mal googeln. Ich würde dann sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.